haben heute einen Vortrag und Thema ist eigentlich die zweite Wahrheit der edlen Wahrheiten, vier Wahrheiten, und nämlich die Samudaya. Samudaya heißt dann, wie entsteht das Dukkha und oder das Leiden oder Unzufriedenheit. Und wir haben dann anders formuliert. Dann erstens haben wir die Ursache erklärt und zwei geschrieben und zweitens ist dann die Wirkung. Die Ursache ist dann Ich, Illusion, damit verbundene verschiedene Aktivitäten. Und das ist eigentlich die Ursache, die Wirkung ist der Dukkha, Leiden, Unzufriedenheit. Und das sollen wir heute einige, darüber sollen wir einige Minuten erst sprechen und dann die Zeit verwenden auch, dass ihr, wie ihr das verstanden habt oder wie eure Meinungen und Fragen stellen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben schon sehr viele Verbindungen, auch dann, wir haben dann mit der Lehre des Buddha auch. Wir haben schon sehr lange die Lehre des Buddha praktiziert oder wir praktizieren seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben schon irgendwie Ahnung, warum wir wirklich diese Lehre praktizieren oder diese Lehre als Praxis nehmen. Und es ist eigentlich der erste Grund und einzige Grund, warum wir die Lehre des Buddha praktizieren ist eigentlich dann, weil wir unser Leben leidvoll, wir sehen, dass das Leben leidvoll ist und wir wollen nicht diese Leiden haben. Und wir haben das erkannt und dann, wir haben auch das nicht nur erkannt, erlebt und wir wollen nicht mehr weiter dieses zu erleben. Und was ist eigentlich dann? Leiden ist unterschiedlich. Dukkha ist unterschiedlich. Das hängt von der eigenen Person ab. Und definiert auch unterschiedlich. Und aber am Ende sehen wir immer wieder am Ende, Leiden ist für mich ist Frieden, Zufriedenheit existiert in meinem Herzen nicht. Das ist für mich dann Leiden. Und Zufriedenheit, Frieden und Zufriedenheit existieren in meinem Herzen nicht. Und jeder das Definition beendet mit diesem Entschluss. Ich bin nicht zufrieden. Und Zufriedenheit hat auch unterschiedliche Variationen. Ich sage, dass in meinem Herzen existiert kein Frieden. Wenn der Frieden nicht existiert, heißt eigentlich, ich habe in meinem Herzen einen Krieg. Und ich habe einen Kampf. Und mit mir selbst und mit der Außenwelt. Und dies eigentlich, man sagt, ich habe in mir keinen Frieden. Und das ist schon, ist unterschiedlicherweise haben wir diesen Krieg in unserem Herzen. Manche haben einen sehr, sehr großen Krieg, manche haben einen kleinen, aber Handlung ist der gleiche. Die Wirkung ist auch gleich. Unterschiedlich, das Wirkung ist der gleich. Aber der Menge ist dann klein oder groß. Aber der Wirkung ist wirklich der gleiche. Nämlich Leiden. Und der Buddha hat eine sehr interessante, auch sehr wirksame Methode erklärt, wie wir das überwinden können.
So eine Methode, so eine Praxis hat niemand auf der Welt Wirklichkeit bis jetzt erklärt wie der Buddha. Und seine Lehre ist sehr rein, sehr sauber. Nirgendwo findet eigentlich etwas Schlechtes in der Lehre des Buddha. Negatives finden wir nirgendwo. Und Positives zu erwecken, gibt es genug. Und deshalb, die Lehre des Buddha ist eine wunderbare Methode, dieses zu überwinden. Das heißt, Dukkha, Leiden oder Unzufriedenheit. Und damit schaffen wir eine höhere, wertvolle Frieden in unserem Herzen. Jedes Wesen wünscht dieses. Kein Wesen will eigentlich ohne Frieden zu leben. Sogar der ganz kleine Insekten bis großen Wesen der Welt. Alle wollen friedlich leben. Frieden ist eigentlich, was der Mensch oder was die Wesen wirklich wünschen. Und diese zu schaffen, hat der Buddha, wie ich gesagt habe, eine Methode erklärt. Und die Lehre des Buddha ist, der Buddha hat auch sehr deutlich gesehen, Dukkha entsteht in unserem Herzen. Nicht außerhalb von uns. Der Dukkha existiert in unserem Herzen. Die Ursache des Dukkha, Unzufriedenheit, liegt auch in unserem Herzen. Überwindungsmöglichkeit existiert auch in unserem Herzen. Die Methode, die Überwindung, dieses Leiden zu überwinden, das existiert auch in unserem Herzen. Keine Mittel, diese Unzufriedenheit, Leiden zu überwinden, existiert nicht außen. Alle ist eigentlich in unserem Herzen. Deshalb sagt der Buddha, nur durch die innere Wandlung wandelt sich das Außen auch so langsam nachfolgend. Man kann nicht immer wieder äußere Welt zu ändern, und dann Frieden zu finden. Frieden beginnt in unserem Herzen. Und deshalb sagt der Buddha, wer den eigenen Geist erkannt hat, der hat die Welt erkannt. Und das Herz zu erkennen, ist eigentlich, oder das Herz verwendet das Wort Herz und Geist so synonym. Ich sage das, den Geist zu erkennen, ist manchmal ist schöner das Herz, manchmal ist der Geist die schöne. Aber es ist der gleiche. Für mich ist der gleiche. Und den Geist zu erkennen, wie ich gesagt habe, hat der Buddha Methoden gesagt. Erkennen des Geistes bedeutet eigentlich nichts anderes als, wie ich wirklich bin, zu erkennen. Meine Soheit. Wie ich wirklich bin. Und das zu erkennen, ist eigentlich dann, wenn ich das wirklich den Geist richtig erkannt habe, dann habe ich auch meine Soheit, wie ich wirklich bin, erkannt. Warum sagt der Buddha dieses? Er sagt, Mano Pubbangama Dhamma, von Geist gehen die Dinge aus. Mein Leben ist, was ich jetzt bin, ist ein Produkt des Geistes. Aus Denken, damit verbundenen Handlungen, ich bin nicht so geworden. Und so deshalb ist eigentlich dann Ziel der Lehre des Buddha ist eine Geistesschulung, der Training des Geistes. Wenn jemand fragt, was ist die Lehre des Buddha? Die Lehre des Buddha ist eine Methode der Geistesschulung. Warum ist so wichtig? Weil der von Geist gehen die Dinge aus. Der Geist, wer der Geist erkannt hat, der hat dann Welt erkannt. Und die Schulung des Geistes, das
drei Entwicklungsphasen. Erste ist dann, das soll den Geist entfalten. Das ist sehr wichtig. Entfalten des Geistes. Zweite ist dann Entwickeln des Geistes. Dritte ist Befreien des Geistes. Und ganze Lehrer des Buddha haben diesen Entwicklungsphasen verbunden. Entwickeln, entfalten, entwickeln, befreien. Die Befreiung bedeutet eigentlich, dass der Geist von Krieg befreien oder Unzufriedenheit befreien, Nichtfrieden befreien. Und Befreiung des Bewusstseins heißt dieses. Und dann entfalten bedeutet, dass wir so viele unnötige Falten des Geistes haben, die weg. Und sie haben das in unserem Herzen, in unserem Geist, ist das einfach, das ist gewachsen, weil wir sehr viele Dinge aus drei unnötige, leiderzeugende Befleckungen gemacht haben. Erst ist der Gier. Gier macht den Geist, Gier entfaltet den Geist. Nein, Falten der Geist, nicht entfalten, Falten der Geist. Hass auch, Verwirrung auch. So viele Falten des Geistes entsteht, weil der Mensch gierig ist. Weil der Mensch mit ablehnenden Gedanken hassvoll lebt. Weil der Mensch sehr viele Verwirrung hat. Er weiß, er hat keine Orientierung, wohin er gehen soll. Er geht, aber weiß er nicht, wohin er gehen soll. Immer wieder wechselt er, weil er den Weg nicht richtig kennt. Immer wieder wechseln wir. Und ganze Leben, was er tut, ist eigentlich wechseln. Von Wechseln entsteht kein richtiger Weg, findet kein Ziel. Ziel zu finden, sollen wir einen richtigen, geraden Weg finden. Und wenn wir das nicht gefunden haben, wir werden immer eine Umleitung erleben. Manchmal Umleitung zeigt das Ziel, aber sehr oft Umleitung mit Umleitung weiterverwenden. Geht immer das Leben mit Umleitungen. Und dein Weg wird sehr lang. Dieser wird als Samsara bezeichnet. Mit Umleitungen, dass immer das Leben weiterläuft, diese ist eigentlich das Samsara. Der Kreislauf der Wiedergeburt. Und dann ist es, sagt der Buddha, Falten zu entfalten, habe ich euch ein Dhamma. Und dann sagt der Buddha, es ist schon, der erste ist dieses Entfalten, zweite ist der Entwickeln. Entfalten ist eigentlich Entfalten, Falt wegnehmen. Wenn der Falten des Geistes ist weg, jedes Mal, wenn der Geist oder irgendwo anders so auf der Straße auch dann Falten gibt, was da wirklich passiert, ist blockiert die Geschwindigkeit. Und auch der Geist. Das Denken wird immer langsamer. Mehr und mehr Falten entsteht aus Gier, Hass und Verblendung. Und mehr Falten entsteht, dann kann der Mensch nicht mehr denken. Es ist Denken, es funktioniert nicht mehr. Und dann ist eigentlich der Mensch, es ist nicht, ist kein Unterschied, ist ein Tier. Ein Tier.
Mehr Falten bedeutet, dass das Denken wird immer langsamer. Es läuft nicht mehr schnell. Das Bewusstsein schläft ein. Benimmt er wie ein Tier. Für ihn ist Töten ist nicht so, aus der Töten entsteht kein Schamgefühl. Er hat kein Scheu. Er tötet. Mehr Falten. Und dann, er kann ruhig dann betrügen und stehlen. Weil er mehr Falten verliert dir zwei wichtige, wertvolle Eigenschaften des Menschen. Schamgefühl und Scheu. Er schämt sich nicht mehr. Falten blockiert eigentlich. Das ist Schamgefühl. Es kommt ja keiner. Sie nicht sich schämen. Kein Scheu. Er kann alles machen. Schädliche Dinge. Sehr, sehr viele schädliche Dinge kann er machen. Und der nächste ist eigentlich entwickeln. Entwickeln bedeutet nichts anderes als Wickel der Zustand des Geistes wegnehmen. Entwickeln. Der Mensch ist von innen dickig. Außen auch dickig. Innen und außen, beiden dickig. Er ist so verwirrt. Und dann weiß er nicht eigentlich, dass so eine Verwirrung hat er in deinem Geist. Wirr. Und seine Methode, der Methode des Buddha, hilft uns, dieser Dickicht zu entwirren. Und dann wird der Geist keine Wirrung, keinen Wickelzustand haben. Das wird nicht mehr. Dann ist er klar. Erst mit Entfalten wird eigentlich der Geschwindigkeit immer mehr und mehr. Er denkt rein und klar. Zweitens, wenn er wirklich dann Entwicklung hat. Und für ihn ist eigentlich dann, er ist immer gerade, aufrecht. Und nächstes ist seine Befreiung. Die Lehre des Buddha erklärt, wie man wirklich den Geist befreien kann. Wie kann man wirklich den Geist befreien? Von wem soll dann, von welchen Dingen soll man befreien? Sagt der Buddha. Entfalten und Entwicklung zu schaffen oder Falten und Wickelzustand des Geistes entsteht, weil der Gier, Hass und Verblendung da sind. Befreien bedeutet nichts anderes als der Geist von Gier, Hass und Verblendung befreien. Raga, Dosa und Moha. Und so eigentlich dann, Buddha hat erklärt dann, ich erkläre nur, meine ganze Lehre ist eigentlich nur ein einziges Ziel. Die Soheit wie die Natur des Lebens und Unvollkommenheit, die Natur des Lebens, wie wir zum Beispiel, wie wir sind, das erkläre ich euch. Wenn jemand keine Erleuchtung hat, keine geistige Entwicklung hat, keine geistige Befreiung hat, er ist. Das bedeutet, dass er mit Gier, Hass und Verblendung lebt. Wir alle leben mit diesen drei Eigenschaften. Niemand ist eigentlich frei. Wir haben Gier genug. Wir haben ablehnende Gedanken. Manche haben zu wenig Hass. Verwirrung haben wir genug. Verwirrung haben wir genug. Und wir haben in Wirklichkeit nicht so viele Methoden gefunden, dieser Wirrzustand des Geistes zu befreien. Es ist ein Glück. Es ist ein sehr großes Glück, dass wir die Lehre des Buddha gefunden haben. Und so ist eigentlich dann
Diesen Gier hast du in Verblendung. Erzeugt in uns eigentlich Nichtwissen. Oder verstärkt in uns Nichtwissen, Avidya. Avidya oder Nichtwissen, manchmal verwendet Unwissenheit. Das ist nicht falsch, aber der buddhistische Terminus soll man immer das Nichtwissen verwenden, aber nicht Unwissenheit. Weil die Unwissenheit ist untrennbar. Nichtwissen ist trennbar. Das Wort. Und deshalb verwendet man immer Nichtwissen. Es ist auch nicht falsch. Manchmal verwenden wir das Wort Unwissenheit. Es ist viel schöner, ist das Nichtwissen. Hier hast du Verblendung verstärken das Nichtwissen. Nichtwissen ist der Erbe des Menschen. Nichtwissen. Aber Nichtwissen bedeutet nicht, dass der Mensch nicht weiß. Nichtwissen bedeutet, dass der Mensch von Natur aus, Mensch ist eigentlich mit Wissen verbunden. Ein Wesen mit Wissen. Nichtwissen bedeutet, dass dieses Wesen, das mit dem Wissen verbunden ist, weiß der nicht, mit dem Wissen richtig umgehen. Das ist der Nichtwissen. Nichtwissen bedeutet, dass der Mensch mit dem Wissen nicht richtig umgehen kann. Er hat nicht gelernt, wie er mit Wissen umgehen. Er weiß das. Aber er weiß nicht, wie er richtig damit umgehen soll. Und dieser erzeugt aus Gier, Hass und Verblendung entsteht Nichtwissen. Und Nichtwissen, das ist so eine unglaubliche Schädliche in uns produziert. Nämlich dieser heißt das Ich. Unwissenheit erzeugt, produziert in uns das Ich. Gier, Hass und Verblendung verstärkt wieder dieses Ich. Und das sind wir gegenseitig unterstützen. Ich verstärkt die Gier, Hass und Verblendung. Gier, Hass und Verblendung verstärkt dann das Ich. Und so ist eigentlich, entsteht in uns eine Ich-Illusion. Das heißt, Ich-Illusion heißt nichts anderes als, es gibt dreiartige Handlungen. Körperliche Handlungen, die Handlungen mit der Sprache verbunden, die Handlungen mit Geist verbunden. Kaya-Kamma, Vachi-Kamma, Manokamma. Mit den Handlungen mit dem Körper verbunden ist. Handlungen mit dem Geist, Körper mit der Sprache. Die Handlungen mit dem Geist. Verbundene drei Aktivitäten haben wir. Diese Aktivitäten, körperliche und sprachliche, geistige Handlungen, die im Grunde genommen, wenn wir richtig anschauen, ist eigentlich aus der Bedingungen entstanden ist. Die natürliche, zusammengekommene Bedingungen sind eigentlich Handlung. Niemand hat das getan, zusammengebracht oder getan. Was haben die körperlichen Handlungen? Körperliche Handlungen sind mit der Sinne verbundene Aktivitäten. Sehen ist eine. Hören ist eine. Riechen ist eine. Schmecken ist eine. Tasten und dann, das ist Fühlen ist eine. Und Denken ist das andere, das ist eine geistige Ebene. Und dann, wir denken immer, das Sehen ist eigentlich, es gibt ein Sehen, hinter diesem Sehen gibt es einen Seher oder Sehenerzeugende.
der erzeugt als Sehen. Dann sagen wir, ich sehe. Der Buddha sagt, dies ist eigentlich die illusionäre Vorstellung. Und mit diesen entsteht eigentlich der Dukkha, Unzufriedenheit. Weil solange im Sehen, dass ich existiert, solange im Sehen, dass ich existiert, solange existiert auch Anhaften oder Ablehnung. Solange im Sehen, dass ich existiere, solange gibt es auch Anhaften oder Ablehnung. Anhaften, Ablehnung, beides beendet mit Dukkha. Warum? Weil das Sehen dem Anderswerden unterworfen ist. Sehen bleibt nicht gleich. Sehen ist vergänglich. Wenn das Ich im Sehen als Gutes, als Angenehmes anhaftet, wenn das Sehen von Natur als vergänglich ist, bleibt mit diesen Vergänglichkeit bleibt in mir nur eines: Enttäuschung, Unzufriedenheit. Und das heißt, solange im Sehen, dass ich existiere, solange gibt es Anhaften, Ablehnung. Von Sehen, im Sehen, wenn der Ablehnung Anhaften gibt. Und dann sollte leidvoll sein, weil das Sehen vergänglich ist. Was vergänglich ist, das ist leidvoll. Bringt keinen Frieden in mir. Und dann sagt der Buddha, wie ist das Wirklichkeit dann, das Sehen? Er sagt, Chakuncha Paticca Rupe Upajita Chakku Vinyana. Das heißt, Form, Augen, das Bewusstsein zusammen entsteht, Sehbewusstsein. Das heißt eigentlich Sehen. Es ist das, ist das wirklich passiert, ist die Augen, Objekt, Denkfähigkeit oder Bewusstsein des Menschen. Wir nehmen an Denkfähigkeit des Menschen. Ohne Denkfähigkeit sieht man nichts. Und dann ist immer, entsteht das Sehbewusstsein. Sehbewusstsein ist eigentlich nichts anderes als Sehen. Und wer hat das gesehen? Niemand hat das gesehen, das war nur eine, sagt der Buddha, Tinnan Sanghati Pastu. Mit dieser drei zusammen entsteht der Kontakt. Ist es Kontakt, dass eigentlich ein Kontakt entsteht. Und aus der Kontakt entsteht eigentlich Wahrnehmung. Das heißt, Sehen entsteht, wenn die drei zusammenkommen. Dafür braucht kein Ich. Problem ist eigentlich, mit diesen drei zusammenkommen entsteht das Berührung, Kontakt. Die Kontakte erzeugt immer Gefühle. Tinnan Sanghati Pastu, wenn drei zusammenkommen, entsteht dann Kontakte, Berührung und Passapaccaya Vedana. Wenn der Berührung da ist, da entsteht unvermeidbar, um uns entsteht der Gefühle. Es entsteht Gefühle. Die Gefühle sind eigentlich etwas Geistiges. Der Geist erlebt das. Fühlen. Und dann, damals hat der Menschen so etwas gesagt, ist so entsteht nichts, wenn etwas fühlen, hinter diesem Fühlen muss es einen Fühler geben.
Sagt, der Fühler der Gefühle ist eigentlich das Ich, haben sie gesagt. Buddhas Antwort war Lächeln. Er hat nicht so viel gesprochen. Er hat gesagt, das ist aber nicht wahr. Und fühlen, das heißt, wenn das Kontakt da ist, entsteht der Fühler. Fühlen ist etwas Geistiges. Deshalb ist Name, wir haben die zwei Komponenten des Lebens, Name und Rupa, der Geist und Körperlichkeit. Der Geist und Körperlichkeit. Wenn der Körperlichkeit ist, dann Patavi Apo Tejo Vayu, Erde, Wasser, Luft und Licht, das ist der Körper. Und dann entsteht der Geist. Erster Teil des Geistes ist das Fühlen. Ohne Geist kann man nichts fühlen. Fühlen ist etwas Geistiges. Es ist nicht eine Funktion oder eine Erlebnis des Ich, das ist eine geistige Ebene. Unvermeidbar auch. Wenn die Kontakte da sind, entsteht der Gefühle. Fühlen ist da. Und so ist eigentlich dieser Prozess geht weiter ohne Ich. Aber dann kommt plötzlich kommt etwas. Unerfahrener, unentwickelter Geist, nicht entwickelter Geist. Dann sagt, Yang Vedaiti Tang Sanjanati. Und diese Form ist auch grammatikalisch ändert sich, der Buddha. Erst hat gesagt, Tinnan Sangati Passo, wenn drei zusammen entsteht der Kontakt und Passapatya Vedana. Durch die Kontakte entsteht der Gefühle. Es ist kein Subjekt, wer das wirklich fühlt. Aber diesen Moment, das heißt, wenn die Gefühle da sind und diese Gefühle erzeugt eigentlich, dann ist das Gefühle mit diesem Punkt. Gefühle entsteht angenehm, unangenehm, weder angenehmer noch unangenehmer. Das heißt, der Unwissenheit, Nichtwissen bewertet diese. Angenehm. Diese Gefühle sind angenehm. Und dann unangenehm. Und dann ist weder angenehmer noch unangenehm. Was tut man eigentlich, dass diese Bewertung, es ist nicht mehr wertfrei. Wertfrei ist nichts. Bewertet wie? Mit eigenen Gefühlen und Emotionen. Bewertet. Und dann ist das, er verliert eigentlich dann gleichzeitig Gründlichkeit. Er bleibt der Oberfläche. Er geht nicht, er kann nicht Yoniso Manasikara, weise Erwägung, geht er nicht tiefer. Und dann kann er nicht innehalten, er wird aufgeregt. Und angenehmen wird der Geist aufgeregt, unangenehmer, zweite ist auch aufgeregt. Weder angenehmer noch unangenehm, auch aufgeregt. Er ist aufgeregt. Er kann nicht innehalten. Und am Ende kommt ein angenehmer. Und diese illusionäre Vorstellung, ich nehme das an, das sagt angenehm. Das Ich hat das angenommen. Das ist angenehm. Das Ich hat das nicht angenommen, unangenehm. Oder unangenehm. Und angenehm erzeugt der Gier. Das heißt, angenehmer beendet mit Gier. Unangenehmer beendet immer mit Hass. Und weder angenehmer noch unangenehmer beendet eigentlich mit Verwirrung. Weiß nicht, was er damit tun soll. So ist eigentlich dieses Ich. Deshalb sagt der Buddha, dieser Moment endet diese Formulierung, wie der Buddha in seiner Erklärung sagt, Yang Vedaiti
Tansanjanati. Was man fühlt, nimmt das wahr. Wahrnehmung. Wahrnehmung ist sehr, sehr viel mit Ich verbunden. Wahrnehmung. Wir wahrnehmen, fühlen braucht keiner, kein Subjekt. Aber für Wahrnehmung braucht das. Das heißt, in einem Prozess, Wahrnehmung ist das einen deutlich werden, dass denn das Ich. Ich nehme das wahr. Wahrnehmung ist eigentlich mit angenehmen, unangenehmen, neutralen oder weder angenehmer, nicht angenehmer oder dann die Indifferenz. Weiß man nicht. Aber dann braucht irgendjemand soll das tun. Angenehm, unangenehm. Weder angenehmer noch unangenehm. Und dann diese Sanya entsteht. Yang Sanjanati Tangvitakiti. Und was der wirklich das Ich jetzt tut, was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Wahrnehmung erzeugt dann Nachdenken. Nachdenken ist der Quelle des Dukkha. Nachdenken, wenn jemand nachdenkt. Nachdenken bedeutet, das Denken mit Zeit und Raum verbinden. Man verbindet gestriges Denken mit Zeit und Raum, Nachdenken. Und dann, was macht der Nachdenken? Nachdenken, die gegenwärtige Situation verliert. Er weiß nicht, wie das ich, weil er in der Vergangenheit oder Zukunft oder wo er ist, Ort, irgendwo verbunden. Damit und hier verliert er. Das Jetzt verliert auch. Das heißt, was das Ich wirklich tut, was das Ich wirklich tut in der Situation sehen, riechen, schmecken. Das heißt, er nimmt den Geist von hier und jetzt weg. Das Ich nimmt den Geist von hier und jetzt weg. Das heißt, in der gegenwärtig sein, im Hier und Jetzt sein, er nimmt er weg. Das Ich nimmt dann weg. Wir sind weg. Wohin? Wo sind wir? Irgendwo einer unbekannten Ort oder Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart. Gegenwart ist eigentlich, es ist nicht etwas Gutes. Wir verwenden das Gegenwärtigsein sprachlich. Die Zeit existiert nicht. Das ist eine Illusion. Das heißt, die Nahrung des illusionären Ich ist der Zeit. Auch der Raum. Wo lebt eigentlich die illusionäre Ich? In Zeit, in der Zeit und im Raum. Da findet der Wärme, Sicherheit, Nahrung, alle möglichen Dinge. Dieser Ort, diese Nahrung, alles erzeugt dann Dukkha. Leiden. Warum ist das? Sagt der Buddha, worüber man nachdenkt, macht ein Konzept. Worüber man nachdenkt, auch diesen macht ein Konzept. Konzepte sind eigentlich viereckig. Immer viereckig heißt Anfang, Ende, dieser, Anfang, Ende, die Seite, Anfang, Ende, rechts, links und überall. Deshalb ist Konzepte sind viereckig. Dann wird im Geist so viele Blocks entstehen. Konzepte. Wer hat das gemacht? Das Ich. Und wenn da verschiedene Blocks
in viereckigen Blocks, wenn die existieren, dann ist das schwer. Dann wird das Leben schwer, Dukkha. Wir leiden nicht, weil wir etwas nicht haben. Wir leiden, weil wir so viel haben. Was haben wir so viel? Konzepte. Wenn wir kein Essen haben, dann machen wir ein Konzept, leiden wir. Man kann mindestens 7 Tage ohne Nahrung leben. Aber keine Minute kann er nicht friedlich leben, wenn er keine Nahrung haben, ein Konzept hat. Dann kämpft er. Weil er hat keinen Kampf in sich. Nicht wegen des Nichtessen, weil er ein Konzept hat. Umgekehrt auch. Wenn jemand wirklich das Essen hat und dann er ist nicht zufrieden, weil er Essen hat, er hat ein Konzept, mit dem Haben hat er ein Konzept. Probleme. Und deshalb sagt der Buddha, die Konzepte, das heißt Papancha. Papancha erzeugt den Menschen dann nicht sein Leiden. Papancha, wer hat das gemacht? Diese Ich-Illusion. Begriffliche Konzepte. Beschreibbares. Und so weiter. Entsteht dieses Ich-Illusion im täglichen. Diese ist, sagt der Buddha, ist nichts Notwendiges. Wenn wir denken, der Denker der Gedanken. Es gibt einen Denker der Gedanken. Es gibt einen Gefühler der Gefühle. Es gibt einen Empfänger von Lob und aller möglichen Dinge. Und dann sagt er auch, es gibt eigentlich einen jemand, das wirklich dann Strafe und alles kriegt. Und das alles ist eigentlich mit der Leiden verbunden. Und dann, der Buddha, ausdrücklich, manche Leute versuchen das wirklich sagen, ja, der Buddha hat nicht dann das nicht selbst richtig erklärt oder deutlich gesagt oder so, was viele Leute verwenden, weil sie in sich gibt diese Idee, ich habe ein Ich, das zu bewahren, argumentieren diese. Wirklichkeit, Buddha hat sehr deutlich gesagt, dass es so etwas nicht gibt. Das Ich existiert nicht. Das ist eine Illusion. Das ist eine Menschenvorstellung. Und er sagt nicht nur das, er sagt, ihr Lehrer ist das. Eine falsche Lehre, ein falscher Glaube ist das. Und es gibt eine Lehrrede, das ist dann die Alagadupama Sutta, Majjhima Nikaya, der mittlere Sammlung 22. Und da fragt der Buddha eigentlich mit den Mönchen, redet er, und er fragt den Mönchen, ob das wirklich so etwas gibt und Unveränderliches gibt. Und wie sagt er? Ich habe die Lehrrede hier gehabt. Sagt in der Alagadupama Sutta, Majjhima Nikaya 22. Es ist eine sehr, sehr schöne Lehrrede, jeder kann das wirklich lesen. Und wie er finden kann, ist dann Palikanon, www.palikanon.de oder com. Da findet ihr alle diese Lehrreden, geht dann Majjhima Nikaya der mittlere Sammlung 22. Er kann dann ruhig, das ist eine sehr interessante Lehrrede, wie man wirklich mit falschen Meinungen und so umgehen kann. Und am Ende sagt der Buddha, es ist dann, wenn jemand wirklich eine Schlange und dann wirklich
der gefahrlos halten soll, muss man genau das wissen, wo das wirklich halten soll. Und so ist Alagadupam Sutta erklärt, oder wie man wirklich eine Schlange festhalten kann, ohne Gefahr. Und da sagt der Buddha, er sagt, in der Alagadupam Sutta des Majjhima Nikaya 22 sagt der Buddha zu seinen Schülern, stellt euch einen Seelenlehrer vor, ihr Mönche, durch deren Annahme Sorge, Wehklage, Leiden, Not und Trübsal nicht entstehen würden, kennt ihr aber einen solchen Seelenlehrer? Nein, Herr. Und dann wohl, ihr Mönche, auch ich kenne keinen solchen Seelenlehrer, deren Annahme die Entstehung von Sorge, Wehklage, Leiden, Not und Trübsal ausschließt. Das heißt, dieses Annehmen ist immer in der Ursache dessen. Wir leiden, weil wir diese Idee haben. Ich bin. Ich bin. Und dann ist das eigentlich alles Trübsal, Klage, Zorn, Ärger, weil ist das immer wieder die Situationen. Ist immer, die Dinge kann ich nicht richtig dann beobachten. Dazwischen kommt das Ich. Und wenn Wirklichkeit, sagt der Buddha, wie kann man das ohne Ich etwas beobachten? Sagt der Buddha erstens, nicht identifizieren. Eine Situation nicht mit einer Situation nicht identifizieren. Ich habe oft gesagt, was da identifizieren heißt, etwas zur eigenen Sache machen. Das heißt identifizieren. Nicht eigene Sache machen. Erste Methode sagen, nicht identifizieren. Zweitens, nicht reagieren. Keine Reaktion entstehen lassen. Drittens sagt der Buddha, nicht verdrängen. Eine Situation soll man nicht verdrängen. Und diese soll man erstens vermeiden. Ich-Illusion zu vermeiden, Dukkha zu überwinden, erstens diese drei Übungen machen. Nicht identifizieren, nicht reagieren, nicht verdrängen. Und wir haben nur das gelernt. Was können wir noch machen? Wirklichkeit haben wir nur das. Ganze Leben tun wir das. Und deshalb leiden wir. Ganze Leben. Nicht nur in diesem Leben, auch dann voriges und in Zukunft werden auch das tun. Immer wieder tun wir das. Immer weiter und weiter. Und dann sagt der Buddha, diese drei vermeidend, sollt ihr eigentlich diese Übung machen, dass ich dann von eurem Leben, das ich zu befreien. Dinimani bhikkhave sangatassa sangata lakkhanani. Upadupanyayati, Tithopanyayati, Tithasanyatattampanyayati. Oh Mönche, ihr sollt jetzt diese drei vermeiden. Erstens, wenn die Dinge, die Bedingungen, wenn sie etwas entstehen, sehen, ihr sollt euch bewusst werden, es ist Sehen entsteht. Das ist Sehen ist da. Und dann ist immer wieder dieses Sehen, wie geht weiter? Sehen ist dem Anderswerden unterworfen. Erkennen. Das heißt, nicht das Objekt, auch nicht die Augen, das Bewusstsein, es wird immer anders. Sehen. Immer wieder ändert sich dann auch das Objekt, ändert sich auch, aber das sehen wir nicht. Das brauchen wir in einem Labor und untersuchen alles. So können wir nicht dann sehen, ein Baum ständig anders werden. Die Augen selber anders werden können wir auch nicht. Aber wir sehen, wie das Herz oder der Geist ständig anders wird. Das heißt, prozessmäßig mit anders werden läuft diesen Prozess, diese Sache, das heißt sehen. Und diesen Prozess beendet mit Auflösen. Das heißt, sehen löst sich auf. Und dann entsteht eigentlich das
alles hat der Geist gesehen, ist nicht stehen geblieben, weil der prozessmäßig alles beobachtet. Mit Auflösen ist beendet das Sehen. Wo kann eigentlich sein Leiden entstehen? Der Geist ist von keinen Halt gefunden, nicht stehen geblieben, immer wieder weiter und weiter gegangen. Und dann, von Sehen entsteht kein Leiden, aber der Geist hat alles gesehen. Alles Sehen nicht anhaften, nicht ablehnen, nicht verwirrt sein. Es soll kein Dukkha. Alles gesehen, nichts angehaftet, nichts abgelehnt, keine Verwirrung. Endet das Sehen ohne Leiden. Hören auch, riechen auch, schmecken auch. Man soll denken, wie ich da jetzt auflösen. Auflösen, das ist das sehr schönes Wort. Ist auch deine Übersetzung hier ein wunderschönes Wort. Er hat nichts gesagt, beendet. Ich sage auflösen. Auflösen bedeutet, das heißt, das Auflösen ist der Anfang des Entstehen. Irgendwas anders, entsteht anders. Entstehen ist der Ende des, der Entstehen ist der Anfang des Auflösen auch. Auflösen ist der Anfang des Entstehen, des Entstehens. Geht immer so. Und dann ist das, dieser Prozess wird kein Ende. Wie hört das auf? Oder löse ich auf? Sehen plötzlich nimmt dann andere Sinnesorgane, seine Sinnesorgane, der Funktion auf. Hören zum Beispiel. Das heißt, Sehen löse ich auf, wenn das Hören richtig funktioniert. Hören, der Geist kann viele Dinge machen, aber zwei Dinge kann nicht gleichzeitig machen. Wenn das wirklich hört, Sehen funktioniert nicht. Die Augen hat Kontakt damit, aber richtig sieht man nicht. Und dann, wie endet dann Hören eigentlich? Jemand kommt hinten und dann berührt mein Körper. Hören beendet, löse ich auf. Und so immer die Manasikara, das heißt Objekt wechseln. Wechselt auch, dass ich dann, das heißt Auflösen beginnt. Auflösen funktioniert. So ist das, wenn der Auflösen und Wiederentstehen ständig dabei sein kann, ohne irgendeinen von diesem Prozess keinen Halt finden und nicht bewerten, da gibt es kein Leiden mehr. Und dieser wird eigentlich dann die Übung der Achtsamkeit bezeichnet. Ekaino ayam bhikkhave maggo sattanang visuddhiya. Es gibt, oh Mönche, nur einen einzigen Weg zur Reinheit des Wesens. Das heißt, ohne Ich zu leben, ist der beste und höchste Reinheit des Lebens. Umgekehrt auch. Mit Ich zu leben, ist das schlechteste, hässlichste Leben des Menschen. Ego. Aber wir haben das. Und wir haben das, aber ist Glück. Mindestens wissen wir das. Wir haben noch nichts überwunden. Wir haben noch nichts. Aber viele verschiedene Momente beseitigen wir das. Die Beseitigung ist die beste Methode zu überwinden. Ohne Beseitigung gibt es keine Überwindung. Wir sollen einen Weg beseitigen, richtig das beiseite lassen. Dann kommt Überwindung, mit dem Wind gehen lassen. Überwinden. Und das zu schaffen, brauchen wir jeden Moment ganz kleine Beseitigung. Wir haben schon, wir haben schon. Dafür brauchen wir eigentlich sehr viele der ursprüngliche menschliche Eigenschaften. Nämlich Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit.
Ohne diese Eigenschaften können wir nicht die Dinge bezeigen. Ist notwendig. Liebe ist notwendig. Mitgefühl ist notwendig. Mit Freude ist notwendig. Auch der Gelassenheit. Innehalten lernen. Geduld. Wir brauchen der Geduld. Schnelle Klarheit gibt es nicht. Deshalb warten ist die beste Methode, die Klarheit zu kriegen. Und so ist eigentlich dann das Ich kann man so eigentlich mit den Übungen immer wieder überwinden oder beseitigen und irgendwann zu überwunden haben, dann haben wir endgültige Befreiung von Leiden. Und man kann fragen, ob der Buddha keine Schmerzen gehabt hat. Doch, Schmerzen gab es, aber keiner hat das wirklich, das angehabte Dual abgelehnt, weil er kein Ich gehabt hat. Und alles war da, aber das hat er nicht. Er hat, wer soll dann leiden, wenn das Ich nicht da ist? Das heißt, solange das Ich ist, Leiden ist da. Wenn der Ich nicht mehr da ist, kein Leiden mehr. Aber die Dinge existieren weiterhin. Wir können nicht sagen, was hat der Christian? Ja. Und so ist eigentlich die, was ich sagen sollte. Es gibt noch viel zu sagen, aber es ist genug. Ich möchte jetzt dann Zeit geben, 10 Minuten, kann auch 15 Minuten sein, wenn ihr etwas fragen wollt.